Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns an, wie die betriebliche Leistungsverrechnung nach dem Simultanverfahren funktioniert. Und wir werden das anhand einer Beispielaufgabe tun. Die Aufgabe lautet wie folgt. Gegeben ist die folgende Tabelle. Ermitteln Sie die innerbetrieblichen Verrechnungspreise der Vorkostenstellen Kantine und Instandhaltung. Ganz kurz vorab, wofür brauchen wir überhaupt Verrechnungspreise? Wie Sie sehen können, sind für jede Kostenstelle ja schon primäre Gemeinkosten gegeben hier. Und das auch für die Vorkostenstellen, nämlich hier. Und das Problem dabei ist, dass die Vorkostenstellen ja nicht direkt an der Produktion beteiligt sind, obwohl sie Kosten verursachen. Und das macht es schwer, am Ende der Kostenrechnung auszurechnen, wie viele Kosten denn ein Produkt wirklich verursacht hat. Und damit wir die primären Gemeinkosten der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen umlegen können, brauchen wir Verrechnungspreise. Und für die Ermittlung dieser Verrechnungspreise gibt es verschiedene Methoden. In diesem Video schauen wir uns die genaueste davon an, das Simultanverfahren. Das wird manchmal auch Gleichungsverfahren oder mathematisches Verfahren genannt. Was ist in der Aufgabe gegeben? Zunächst einmal haben wir hier in der ersten Zeile gegeben, wie viele Mitarbeiter jede Kostenstelle zugeordnet sind. Wir werden diese Information benutzen, um die Kosten der Vorkostenstelle Kantine zu verrechnen. Und die Logik dahinter ist natürlich, dass eine Kostenstelle mit vielen Mitarbeitern auch viele Essen von der Kantine in Anspruch nimmt. Und wie Sie sehen, Instandhaltung zum Beispiel hat 40 Mitarbeiter, Kostenstelle Material hat 207 Mitarbeiter, Fertigung 1218 und so weiter. In der nächsten Zeile haben wir gegeben, wie viele Stunden Arbeit eine Kostenstelle jeweils von der Vorkostenstelle Instandhaltung in Anspruch genommen hat. Und das brauchen wir natürlich, um die Leistungen der Kostenstelle Instandhaltung auf die anderen Kostenstellen zu verrechnen. Kantine zum Beispiel hat 594 Stunden in Instandhaltung in Anspruch genommen, Material 11.880 und so weiter und so weiter. Jetzt gehen wir zur eigentlichen Rechnung über, um die Verrechnungspreise für die Leistungen der Vorkostenstellen zu erhalten. Wir fangen damit an, dass wir für jede Vorkostenstelle eine Gleichung aufstellen. Und jede dieser Gleichungen wird so viele Unbekannten haben, wie es Vorkostenstellen gibt, sodass wir am Ende genauso viele Gleichungen wie Unbekannte haben und einfach auflösen können. Und der allgemeine Satz zum Aufstellen der einzelnen Gleichungen lautet: Erstellte Leistung der Vorkostenstelle in Euro ist gleich primäre Gemeinkosten der Vorkostenstelle plus von anderen Vorkostenstellen erhaltene Leistungen in Euro. Stellen wir diese Gleichung einfach mal für die Kantine auf. Wir hatten ja gesagt, dass die Mitarbeiterzahl die ausschlaggebende Leistungseinheit für die Kantine ist. Also ist dann die linke Seite der Gleichung für die Kantine 2688 mal PK, denn die Leistungseinheiten sind 2688 insgesamt abgegeben und der Verrechnungspreis ist PK, das ist der Preis, mit dem ein Mitarbeiter quasi für die Kantine dann verrechnet wird. Und der erste Teil der rechten Seite der Gleichung lautet dann 5.507 Euro. Das sind einfach die primären Gemeinkosten der Vorkostenstelle Kantine. Die sind uns einfach schon gegeben in dieser Aufgabe. Und der zweite Teil der rechten Seite sind die von anderen Vorkostenstellen erhaltenen Leistungen in Euro. Und wir sehen, dass die Kantine von der Vorkostenstelle Instandhaltung 594 Stunden Arbeit in Anspruch genommen hat. Also heißt dieser Teil der Gleichung dann 594 mal PI und PI ist natürlich der Verrechnungspreis der Instandhaltung, also das, was uns intern eine Stunde Instandhaltung kostet. Das ist unsere erste Gleichung. Wie Sie sehen können, haben wir hier noch zwei Unbekannte, PK und PI. Wir brauchen also noch eine Gleichung, um auflösen zu können und damit wir die Preise dann konkret bestimmen können. Stellen wir also die Gleichung für die Vorkostenstelle Instandhaltung auf. Die linke Seite der Gleichung, die erstellte Leistung der Vorkostenstelle in Euro, sind die gesamten Stunden Arbeit Instandhaltung mal den Verrechnungspreis, also 59.400 mal PI. Und der erste Teil der rechten Seite sind die primären Gemeinkosten der Instandhaltung, hier also 11.811, das war uns schon gegeben. Der zweite Teil der rechten Seite sind die von anderen Vorkostenstellen erhaltenen Leistungen in Euro. Das ist hier die Mitarbeiterzahl 40 mal den Preis der Kantine, also PK. Denn die, also das, was wir an die Kantine verrechnen müssen an internen Leistungen, richtet sich ja nach der Mitarbeiterzahl. So, jetzt haben wir zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Wie man das auflöst, das müssen Sie können. Daher mache ich Ihnen das jetzt nicht vor.
Und halten Sie das Video doch einfach kurz an und rechnen Sie die beiden Preise per Hand durch Einsetzen aus. Und wenn Sie das gemacht haben, sollten Sie für den Preis der Kantine PK gleich 2,09 Euro rauskriegen pro Mitarbeiter und für den Preis der Instandhaltung 20 Cent pro Stunde. Wohlgemerkt, das sind jetzt gerundete Werte für diese Folie. Auf der nächsten Folie werde ich dann mit den genauen Werten weiterrechnen. Also sollten Sie jetzt schon mal diese Werte, die genauen Werte, die Sie rausbekommen haben, in Ihrem Taschenrechner speichern, wenn Sie mitrechnen wollen. Und noch eine Anmerkung. Ich habe hier die Einheiten weggelassen, einfach aus Platzgründen. Ne? Können Sie sich dazu denken, von wegen Stunden und Euro pro Stunde und so weiter. So, jetzt haben wir die Verrechnungspreise ausgerechnet. Wir sind aber noch nicht fertig, denn die sollen uns ja nur helfen, die Verrechnung durchzuführen. Die Verrechnungspreise, die Preise sagen uns nur, mit welchem Preis jeweils eine Leistungseinheit der Vorkostenstelle jeweils verrechnet wird. Da oben habe ich sie nochmal hingeschrieben, damit wir sie nicht vergessen. Und wie gesagt, ich werde mit den genauen Werten jetzt weiterrechnen. Also bitte nicht wundern, wenn Sie jetzt andere Werte rauskriegen, wenn Sie mit 2,09 rechnen. Die Umlage können wir jetzt eben durchführen, denn das ist ja genau das, was wir eigentlich machen wollen, nämlich die Gemeinkosten der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen umzulegen, damit wir am Ende auch genau sagen können, was denn ein Produkt überhaupt gekostet hat, das durch die ganzen Kostenstellen durchgeht. Dabei gehen wir so vor, dass wir zuerst für jede Kostenstelle aufschreiben, in welcher Höhe sie Gemeinkosten von der jeweiligen Vorkostenstelle verrechnet bekommt und dann diese verrechneten Gemeinkosten zu den primären Gemeinkosten addieren. Fangen wir einfach mal mit der Verrechnung der Kantine an. Die Kostenstelle Instandhaltung hat 40 Mitarbeiter. Ihre Gemeinkosten erhöhen sich dann also um 40 mal 2,09 sind 83,72 Euro. Und die Kostenstelle Material hat 207 Mitarbeiter, bekommt dann also 207 mal 2,09 an Gemeinkosten zugerechnet, sind 433,25 Euro. Das machen wir für alle anderen Kostenstellen auch, also Fertigung, Verwaltung, Vertrieb. Und wenn wir diese Werte jetzt alle addieren, erhalten wir eine Gemeinkostenlage insgesamt von 5.569,44 Euro für die Vorkostenstelle Kantine. Um diesen Betrag reduzieren sich jetzt die Gemeinkosten der Kantine, daher steht da das Minus. Und das Gleiche machen wir jetzt mal für die Instandhaltung. Die Kantine zum Beispiel hat 594 Stunden an Instandhaltungsarbeit in Anspruch genommen, mal den Preis von 20 Cent sind 118,95 Euro. Die Kostenstelle Material hat 11.880 Stunden in Anspruch genommen, mal den Verrechnungspreis von 20 Cent sind 2.378,94 Cent. Und genau so machen wir das für die anderen Endkostenstellen und erhalten dann eben diese Werte. Wenn wir das wiederum alles addieren, erhalten wir insgesamt eine Gemeinkostenumlage für Instandhaltung in Höhe von 11.894,72. Auch hier reduzieren sich die Gemeinkosten der Vorkostenstelle Instandhaltung um diesen Betrag, daher das Minus. Und wenn wir diese 11.894 plus die 83,72 von da drüber nehmen und das von den primären Gemeinkosten in Höhe von 11.811 abziehen, erhalten wir genau 0. Und das war ja auch das Ziel dieser ganzen Übung, denn wir wollen ja die Gemeinkosten der Vorkostenstelle komplett wegrechnen auf die Endkostenstellen. Leider, das haben Sie sich vielleicht jetzt schon gedacht, klappt das bei dieser Aufgabe nicht ganz für die Vorkostenstelle Kantine. Wenn wir da nämlich die Umlagen in Höhe von minus 5.569 plus 118,95, also die beiden Werte, abziehen von den primären Gemeinkosten, dann erhalten wir nicht 0, sondern 56,51 Euro. Können Sie sich vielleicht denken, woran das liegt? Der Grund hierfür ist, dass die Kantine ja auch selber Mitarbeiter hat und das natürlich dann in diesem Gleichungsverfahren auch berücksichtigt werden muss.
macht auch logisch Sinn, denn die Kantinenmitarbeiter selber müssen ja auch was essen. Und diese Gemeinkosten können wir nicht ohne weitere Annahmen einfach irgendwie auf die Endkostenstellen verteilen. Sie bleiben also übrig. Und der Betrag 56,51 Euro ergibt sich dann genau aus 27 mal den Preis der Kantine. Für die Endkostenstellen können wir jetzt jeweils ausrechnen, wie hoch ihre Gemeinkosten nach der Umlage sind. Bei dem Material zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel die, bei Material nehmen wir die gegebenen primären Gemeinkosten in Höhe von 64.955 plus die zugerechneten Gemeinkosten von Kantine in Höhe von 433,25 plus die zugerechneten Gemeinkosten für Instandhaltung in Höhe von 2.378,94 und erhalten dann einen Wert von 67.778,19 Euro. Die gleiche Übung können wir für die anderen Endkostenstellen auch machen und erhalten dann eben angepasste Gemeinkosten nach Umlage. Und genau das ist es, was wir mit dieser Übung machen wollten. Das war es auch schon mit dieser Aufgabe. Wenn sie Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie ein Like. Wenn sie Ihnen nicht gefallen hat, ein Dislike. Oder hinterlassen Sie einen Kommentar, falls sich Ihre Gefühle nicht binär ausdrücken lassen.